Ha, von wegen, das gilt nicht für mich. Willkommen zurück bei Video Gems. Willkommen zurück zu Bonus Gems. Zu was wohl? Ja, es sind immer diese dummen Fragen. Ich meine, ich betitel die Videos ja. Die Neo 2 Alpha, Leute, ich freue mich tierisch. Der eine oder andere wird wahrscheinlich wissen, dass der erste Neo-Teil mein Spiel des Jahres war. 2017. War das 2017? Oder war das 2016? Die Jahre verschwimmen ein wenig. Es war doch 2017, oder? Naja, ist ja auch egal. Es war mein Spiel des Jahres in diesem Jahr, in dem es erschien. Und ich kann gar nicht sagen, ich habe bestimmt 100, 120 Stunden in das Spiel versenkt. Ich finde das so gut. Ich liebe dieses Spiel. Es ist quasi auf Anhieb eines meiner Lieblingsspiele geworden. Und ich meine, es war auch ein relativ großer Erfolg für eine neue Marke. Ich glaube, 3 oder 4 Millionen hat es verkauft. Boah, sieht das geil aus. Yeah. Ja, man spielt jetzt wohl nicht mehr William. Man kann sich wohl selber eine Figur erstellen und man kann die Oni-Kräfte aktivieren, wie wir gerade gesehen haben. Ich bin so gespannt. Ja. Ja. Sieht auch bisher alles aus wie, wie der erste Teil. Nein. Wir machen natürlich den Action-Mode. Ja, ich finde, jedes Spiel sollte sowas haben. Also soll es schöner aussehen oder lieber die Framerate besser sein? Das sieht echt aus wie der erste Teil, also sogar das. Aber gut, warum auch groß was ändern? Ich habe gesagt, beim ersten Neo oder als der zweite angekündigt wurde, habe ich gesagt, ja, von mir aus können die einfach neue Areale und eine neue Story zum ersten Teil hinzufügen und ich wäre glücklich. Es ist ja immer noch so verschrien als Dark Souls im alten Japan, was, ja, Presets. Oh, der ist ja, obwohl, ich nehme einfach mal diesen Europäer. Der erinnert ein bisschen an William. Ja, Dark Souls im alten Japan, was natürlich ein... Es hilft, um es zusammenzufassen. Gut, okay. Aber... mehr kann man wohl nicht ändern. Nee. Naja, ist auch egal. Ich will mich damit nicht aufhalten. Ja. Aber Neo ist sehr viel mehr. Es ist, sage ich mal, das gleiche Untergenre wie Dark Souls. Es hat sehr viel von Dark Souls, aber es hat sehr viel eigene geile Ideen. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ich war Gast in einem sehr coolen Podcast, dem Kompendium des Unbehagens. Ich werde das mal verlinken in der Beschreibung. Da spreche ich, ich weiß nicht, 4 Stunden oder so, spreche ich da mit Kollegen über Neo. Ich bin so gespannt, was jetzt geändert wurde. Hier ist William. Ach nee, es ist ja nicht mehr William. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt den ersten Teil lange nicht mehr gespielt. Genau, X war nämlich laufen. Und hier so ändern, ja. Also ich habe Neo 1 jetzt lange nicht mehr gespielt. Und ich bin total raus, von daher... Finde ich gut, dass es jetzt erstmal ein Tutorial gibt, das eigentlich genau so ist wie im ersten Teil. Ja, das sieht eigentlich genauso aus. Das sieht alles wirklich, also von dem Layout und so, das ist genauso wie der erste bisher. Kann ich denn genau... Ja, das Geile war nämlich, ihr seht oben links die grüne Leiste. Das ist hier Stamina, wenn man so will. Ki wird das genannt. Und natürlich über Dark Souls, das geht runter. Also ich kloppe jetzt hier und irgendwann ist es leer und ich kann nichts mehr machen.
Genauso, wenn ich renne. Aber ich kann mit dem richtigen Timing mir ganz schnell Ki wiederholen. Das war quasi das geile Feature oder eins der geilen Features. So. Genau, Quick Attack, Strong Attack. Machen wir erstmal eine Quick Attack. Da kommt der nächste. Also das Tutorial ist wirklich, das ist fast 1 zu 1 Nioh 1. Ja, Lock On, das habe ich gerade auch schon gemacht. Change Targets habe ich alles gemacht. Hier geht's weiter. Guard. Das ist natürlich ein bisschen Guard ist L1, aber Schlagen ist nicht auf den anderen Shoulder-Buttons. Also nicht über Dark Souls, das ist auf den Face-Buttons. Ja, genau. Dann konnte man noch die Stance wechseln. Jetzt habe ich einen Stance, das ist unten. Jetzt nehme ich mal den hohen. Dann kann man andere Kombos machen. Man schlägt härter zu, aber auch. Jetzt habe ich wieder den unten. Sehr viele schnelle, leichte Schläge. Und es gibt auch Kombos, da kann man im Kombo den Stance ändern und dann mit einem anderen weitermachen. Ah ja, genau. So, wenn die Leiste rot ist, das heißt, wenn er keine Stamina mehr hat, kann man einen Finisher machen. Das ist auch sehr cool. Wo ist das Ding? Da sieht man oben auf der Karte diesen pinken. Was gibt's sonst noch? Ja, der Keypuls, das habe ich eben erklärt. Zack, zack, zack. So. Und nu? Gibt es nicht noch Fernkampf? Ach, Yokai Realm, ja, genau. Da muss man quasi einen Keypuls machen. Dann kann man das. Also, wenn hier diese Aura, die die Yokai ausstrahlen, das sorgt dafür, dass die Ki, also das Ki, die Stamina, sich unter anderem schlechter regeneriert. Und wenn man, dann muss man das reinigen mit einem Keypuls. Oh, das ist jetzt neu, Yokai Shift. Vorher hatte man auch diese Guardian Spirits, die Schutzgeister. Und das ist jetzt ein bisschen was anderes. When you perform Yokai Shift, your health and Ki gauge will be replaced by the Yokai Shift gauge. While Yokai Shift will not be depleted attacks. Falls or traps will increase instead. Ja, gut, das ist genau das gleiche System. Eigentlich. Es wird auch genauso aktiviert. Ja. Man sieht nur aus wie, wie ein Yokai oder wie ein Oni. Statt dass man ein bisschen von seinem Schutzgeist aufgepowert ist. Absorb Amrita into your weapon. Aha. You first hold to absorb Amrita into your weapon. Increase its attack. Power and Rage. Range. Nicht Rage. Range. Able to purify Yokai Puddles. Aha. Das ist ja. Oh. Unleash Amrita. Ah, verstehe.
Yokai Shift. R1 und. Ah so, ja, klar, logisch. Quasi die Waffe reinstecken. Ja, das war im ersten auch so. Und ich glaube, das war's. Ja, also vieles haben wir nicht gelernt, wie man Items benutzt. Dann gibt es noch, zumindest im ersten Teil, Zauber. Dann gab es Ninjutsu-Zauber und Ninjutsu-Tools. Ja, wieso bin ich denn jetzt hier wieder? Doch eben schon diesen Möchtegern-William. So, ich trinke mal einen Schluck. Ich habe hier wieder einen schönen Cider. Und nein, zusammen zocken, es heißt wirklich Cider. Es ist nicht Cidre. Cidre ist ein wenig etwas anderes als ein Cider. Tatara Mountain Village nestled beside the Mountain Lake. Received its name due to the countless drifters that settled there over the years and formed the backbone of its iron production. Ich nehme nicht an, dass wir viel von der Story mitbekommen. 1555. Der spielt also ungefähr 45 Jahre vor dem ersten Teil. Okay, jetzt bin ich ja gespannt, wie das mit der Story ist. Ich dachte, es spielt danach. Es gab nämlich noch so einige interessante Punkte in dieser Zeit, die nicht abgehandelt wurden im ersten Teil. Und im DLC gab es auch Sachen, also die offen gelassen wurden. Ja, Tutorial. Okay, das hatten wir. Equipment. Ja, gut, ich hab nichts anderes. Steine, so. Aha. Ja, ach, diese Dash, jo. Das weiß ich doch. Noch immerhin plus eins. Das ist ja jetzt hier nicht Fashion Souls. Ah, da ist ein erster Schrein. Oh, ich finde die geil, die Kodamas. Seht ihr, diesen kleinen Kumpel? Es gab im ersten Teil in jedem Areal Versteckte davon. Wenn man sie gefunden hat, gab es Boni. Und ich finde die kleinen Kerlchen einfach super. Das ist quasi wie ein Bonfire. Wir können hier aufleveln. Es ist als Checkpoint ist es. Wir können hier den Guardian Spirit ändern. Aber ich denke mal, oh, doch, wir haben mehrere. Wir haben Makami, wir haben Amino Mitori und wir haben Kagewani. Was ist das? Ist das Blitz? Ich glaube, das ist. Na, da kriege ich aber mehr Dingens. Hier kriege ich mehr Defense. Ich nehme mal den Blitz. Okay, Level up. Kann ich denn schon aufleveln? Ja, genau ein Level. Was mache ich denn? Meine Melee-Weapon. Angesten plus 1. Plus 1. Plus 2. Das ist also eine Skill-Weapon, die ich gerade habe. Genau, das ist für Ninja-Waffen, Dexterity oder für Ninja-Magie. Das ist für Omnio-Magie. Ich mache einfach mal Buddy, also dass ich ein bisschen mehr Lebensenergie habe. Und krieg auch einen Samurai-Skill-Point dadurch. Stand da. Das ist echt genau wie der erste Teil. Ich find's gut. Ich find's wirklich gut. Ja, confirm. So. Oh, das sieht neu aus. Hier kann man nämlich verschiedene Skills freischalten. Oh, das sieht ja wirklich ganz anders aus. Okay, die haben wir schon. Flux, was bringt das? Change into another stance on successful key recovery. Na, das finde ich jetzt nicht so geil. Keep Pulse Heaven. Activates when you recover full key from a key pulse. Applies to a special effect. Zum Beispiel, Key Pulse Man, alles Key Pulse. Nee, machen wir mal. Gucken, was gibt's denn hier? Schwert. Finde ich auch nicht gut.
Gathers power while keeping your sword in its for a quick draw. Ach ja, der. Ich erinnere mich, genau. Fand ich auch nicht so gut. With a jumping slice. High stance only. Das mache ich mal. Wieso kann ich das nicht? Ach so, ich brauche einen Sword Skill Point. Natürlich, ich habe ja nur einen Samurai Skill Point. Deswegen hier die 1. Ich bin auch behämmert. Okay, ja, dann mache ich... Was mache ich denn hier? Increases Bow Damage. Ich habe zwar noch keinen Bogen, aber der Bogen hat mir immer treue Dienste geleistet, deswegen mache ich das einfach mal. Okay. Was haben wir hier? Ja, wieder irgendeine blöde Erklärung. Ich ignoriere das einfach. Offerings war auch geil. Also anstatt Seelen bekommt man Amrita von Gegnern. Und man konnte hier Offerings machen. Irgendwelche Gegenstände, die man nicht brauchte, konnte man opfern an dem Schrein. Und dadurch bekam man dann Amrita oder auch mal ein Item oder so. Das fand ich auch super. Oh, da ist schon der erste Gegner. Boah, meine PS3, die... Ist gerade wie ein Föhn. PS3, Quatsch. PS4. Warum? Ich meine, das Spiel ist ja jetzt nicht gerade ein Uncharted von der Optik her. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Man musste im ersten Teil nämlich den Backstab freischalten. Also... Mit einem Skill Point. Das hätte ich natürlich mal machen können. Ich glaube, das war einem, wenn man Dexterity levelt, kriegt man halt so quasi so einen Ninja Skill Point. Und dann konnte man einen Backstab machen. Ich gucke nur, ob hier noch irgendein anderer Gegner ist. Nicht, dass ich von hinten überrascht werde. Okay, der war easy. Small Spirit Stones sind, ja, Checks. Also, gibt's bei Dark Souls ja auch. Das ist wahrscheinlich eine Abkürzung gleich. Ja. Checks, wie bei Dark Souls... Also da kann man halt, wie diese Seelen, die man sammelt bei Dark Souls, die festen. Okay, da ist noch ein Gegner, steht mit dem Rücken zu mir. Und wie immer gucke ich, ob mir hier nicht jemand in den Rücken fallen kann. Der hat eine Rüstung. Der wird wahrscheinlich nicht ganz so leicht zu erledigen sein. Oder auch, ja, doch. Ihr seht übrigens, ich sammle auch Geld ein, denn... Oh, irgendwas hat mich Scheiße. Boah, ich will die ganze Zeit parieren. Ich bin jetzt sowas von... Also ich spiele gerade Sekiro nicht gerade, aber... Ich will die ganze Zeit wie bei Sekiro spielen. Oh, ein Speer. Den Speer haben ja viele gespielt im ersten Teil. So kann ich den nicht benutzen. Ach so. Ich gehe die ganze Zeit auf. Ja, ja. Wie kann ich denn nochmal die Waffe wechseln? Ah ja, genau. Ja, den Speer haben viele gespielt im ersten Teil. Ich war kein großer Freund davon. Ab und zu habe ich ihn auch benutzt. Ich habe alle Waffen ab und zu mal benutzt. Aber am liebsten mochte ich die Axt und nachher aus dem DLC das Odachi. Es war so ein riesiges Schwert. Kayakudama, das ist wahrscheinlich eine Granate. Okay. Abkürzung da. Kann ich die Leiter runterlassen? Jetzt geht's nach rechts und nach links.
Da sind mehrere Gegner. Komm. Spirit Stone. Sehr gut. Ist nichts. Dann muss ich mich wohl mit den Gegnern da anlegen, oder? Oh, der hat ja ein riesiges Schwert, der eine Typ da. Seht ihr das? Och du Scheiße, was ist das denn für einer? Und der hat Kollegen dabei. Da ist auch schon jemand draufgegangen, seht ihr links? Oder es ist vom Entwickler gesetzt, das gab's auch. Scheiße, irgendwas hat mich eher. Genau wie eben kam der einfach von oben gesprungen. Ach, da ist er. Er sieht mich aber nicht. Deswegen versuche ich mal erst hier lang zu gehen. Ich habe keine große Lust, gegen den zu kämpfen. Noch nicht. Ah, der soll sich verpissen. Ich möchte den Typen da gerne angreifen. Los, geh! Wie hat der mich denn gesehen? Also das finde ich ja ziemlich ein Bullshit. So, ist hier jemand? Nein. Aber hier gibt's auch nichts. Von daher, komm her. Ach, das ist ein Bogen, Heino. Jo. Du kannst ja gar nichts. Junge. Da geht's noch weiter hoch. Immer hinter den Häusern gucken. Ist meistens irgendwas versteckt. Und wenn's auch nur ein Small Spirit Stone ist. Das läppert sich. Na, sieh mal einer, guck. Whetstone, Sacred Water. Das sind so Gegenstände, die man fast nie benutzt. Ah, okay, hier bin ich jetzt. Aber sonst ist hier nichts, nee. Na gut. Ich finde es vom Setting nicht ganz so stimmig. Also, man kann ja jetzt noch nichts zum Rest des Spiels sagen, aber zumindest das Areal, das ist mir ein bisschen zu braun. Ich meine, es sieht irgendwie schon ein bisschen schön aus mit dieser Wolkendecke und dem Licht, aber ich weiß nicht, dieses Braun und dieses gedämpfte Herbstgrün, das gefällt mir nicht so. Der hier ist vom Entwickler gesetzt, das sehen wir daran, weil der Name rot ist, Jintaro the Daydreamer. Wir könnten gegen den kämpfen und eventuell kriegen wir geile Ausrüstung durch den. Was bin ich eigentlich für ein Level? Ich bin Level 1, oder? ne, ich bin Level 2. Ah, Tja, ist die Frage. Ich mach's einfach mal. So ganz ohne Buffs und so ist das. Oh, shit. Ach, der ein riesiges Schwert, Leco Funny. Ah, einfach totgepokt. Ganz einfach. Und ich bekomme nichts. Ochoko, was war das denn nochmal? Was ist das denn? Precious Stone, das Mysterious Light in the Glows and Soul of Battlefields spawn from. When you use the room will be placed where you are standing. You may not be. Ach so. Ja, nee, ist doch blöd. Was ist denn jetzt dieses Ochoko? Ist das ein Accessoire? Nee. Was habe ich denn da gerade eingesammelt? Also ein usable item ist es nicht. Das hier. Ach so. Ach, das ist das. Na klar.
Damit kann man Koop spielen. Am Schrein kann man Koop-Leute beschwören. Online. Cool. Da ist eine Kiste. Das finde ich schon mal sehr gut. Gucken, ob es eine. Ja, sieht nach einer echten Kiste aus. Es gibt nämlich auch so eine Art Mimics. Also zumindest im ersten Teil. Ja, endlich ein Bogen. Ja, Wolski. Diese schlechten 80er-Sprüche. Ja. Okay. Ja. Was ist denn, mein Schatz? Sie wollte gucken. Setz dich. Du kannst es nicht erwarten, bis ich das Video hochgeladen habe. Guck mal, Schatzi. Ein Kodama. Du hast mir immer noch kein Stofftier Kodama gemacht. Ja, ich liebe Hat sie das. gesagt, vor 2 Jahren, als ich das Spiel am Spielen Ja, ich war. Hat sie gesagt, die sind so süß. Ich mach dir ein Stofftier daraus. Hat sie nicht gemacht. Tja, was soll ich dazu sagen? Ob sie mich wirklich liebt? Ich weiß es ja nicht. Oh, komme ich da hin? Da ist dieser gemeine Welch hier da oben drauf. Wenn ich renne, schaffe ich das? Weil man kann natürlich auch nicht springen. Also zumindest nicht im ersten Teil. Nö. Ich glaube, man kann hier auch nicht springen. Da unten ist natürlich der Typ mit dem Odachi. Aber ich versuche das einfach. Wow, das war knapp. Und irgendwas hat mich gesehen. Was hat mich gesehen? Was hat mich gesehen? Der da! Der Lump! So, du kriegst es schön in die Birne. Bam! Okay, eine Attacke von oben kann man auch machen, aber ich glaube, die muss ich auch wieder erst freispielen. Tja, wie gehe ich das jetzt an? Da sind 3 Stück von denen. Ach, guck mal hier. Irgendwie wäre ich darauf gekommen. Diesen Sprung hätte ich gar nicht machen müssen. Oder? Wie wäre ich denn sonst darauf gekommen? Nee, doch, ich glaube, ich hätte das. Nee, von hier wäre ich noch drauf gekommen. Ja, ich hätte einfach nur weitergehen müssen. Bin ich bekloppt. Ja, warum einfach, wenn es auch schwer geht? So, hier haben wir schon mal die Abkürzung. Was haben wir hier? Noch eine Granate. Das finde ich gut. Die lege ich mir mal rein. Wie viel habe ich denn? 2. Das finde ich jetzt aber nicht so schön. Entschuldigung, das Mikro gerade. Irgendwie, ich muss das mal neu justieren. So, ich hoffe, man hört mich ein bisschen besser. Ach. So, tut mir leid. Ich hoffe, es geht. Ah, wenn dieser Odachi-Typ nicht wäre. Wahrscheinlich ist der relativ easy, aber es sind ja auch, wenn ich es falsch angehe, alarmiere ich total viel Gegner. Da habe ich noch Items vergessen, sehe ich gerade. Ja, komm her. Komm her. Boah, 2 Schläge! Okay, ja, ich hatte schon Energie verloren. Scheiße, ich dachte, der trifft mich da nicht. Ich wollte gerade zurückziehen. Wow, okay. So, Dark Souls typisch liegen meine Sachen alle da, wo ich gestorben bin. Also meine Amrita, mein Guardian Spirit liegt da.
Das heißt, ich meine, der war eh nicht aufgeladen. Ich konnte eh nicht mich verwandeln. Ich muss auch erstmal reinkommen. Eigentlich war der doch gar nicht schwer. Was sind denn die Blauen? Die sind neu. Ey, wo kommst du denn her? Frechheit. Ich habe einen Skill von Profanity with a Spear. Das ist ja gut. Aber was sind denn hier die Blauen? Ah, Ochoku Cups required. Das heißt, ich kann jemanden beschwören. Aber sind das dann. Das sind dann NPCs quasi von anderen Spielern. Schätze ich mal. Ich ziehe mich kurz zurück und gebe mal diesen Punkt aus hier. Denn wenn man die Waffen benutzt, bekommt man auch Punkte dafür. After getting knocked down, press to attack while getting up. Wham! Okay, gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? High Stance Combo, High Stance. Na. Ich nehme mal das hier, das ist cool. Hätte ich eben auch gebrauchen können. Ich will meine Cups jetzt nicht dafür verschwenden. Die Sache ist, wo bin ich denn draufgegangen? Da hinten, ne? Scheiße. Scheiße, scheiße. Ja, der gemeine Welche da, genau der. Genau du, du Lump. Oh, und der schon wieder. Da suchst du mich? Ja, man muss schon auf den Kopf zielen, dann sind sie mit einem Treffer tot. So. Da liegen meine Sachen. Ich hoffe, die sehen mich nicht direkt. Doch, natürlich. Naja, er hat alles geblockt. Aber dafür hat er keine Stamina mehr gehabt. Arschloch. So, jetzt schnappe ich mir auch den hier. Komm her. Da kommt schon sein Kumpel. Ach, das sind ja zwei, ey. Scheiße, keine Stamina mehr gehabt. Nein, nein, nein! Oh, wow! Scheiße, jetzt habe ich nichts mehr. Da, jetzt bin ich in der Ecke. Jetzt habe ich mit Zitronen gehandelt. Ja, natürlich. Wenn man nämlich keine Stamina mehr hat und dann getroffen wird, kriegt man extra Schaden. Ja, ich kann ja nicht wissen, dass zwei von den Arschgeigen kommen. Ich leg mich mit dem einen an und zack, kommt noch einer. Das habe ich nicht gewusst. Da wäre ich die Sache ein bisschen anders angegangen. Scheiße. Ich muss aber sagen, der Speer leistet mir doch ganz gute Dienste. So, und genau der hat mich eben auch überrascht. Ich will die ganze Zeit Sekiro spielen. Ich spiele das Spiel noch wie Sekiro. Das ist natürlich doof. Jetzt habe ich auch keine Granaten mehr. Wisst ihr was? Ich versuche mal, noch so einen zu erledigen. Und dann beschwöre ich mir Hilfe. Ja, ich bin lame. Geil, der hat ja zwei Äxte. Und er blockt alles. So, welches Level hat der? Level 2? Level 6, geil.
Ja, cool. Das ist ja ein cooles System, dass man sich quasi die NPCs beschwören kann von anderen Spielern. Das finde ich geil. Was hat denn der für ein geiles Schwert? Guck dich mal die Ausrüstung von dem an, ey. Guck mal gleich. Was ist das denn für ein Ding? Junge, der hat schon ein wenig gespielt, glaube ich. So, wo liegen jetzt meine Klamotten? Da hinten liegen die. Ich hoffe, mich sieht keiner. Ah, irgendwas hat mich gesehen. Scheiße. Und der Flappy-Typ ist gleich tot. Das gibt's ja nicht. Schaffe ich schon wieder nicht. Ach, den einen hätte ich töten können. Ist der was? So, das muss man ja auch nutzen. War doof genutzt. So, endlich. Meine Güte. Doof angestellt, trotzdem gewonnen. Ja, besser kann es nicht laufen. Naja. So, ist hier irgendeine Falle, irgendwas? Ich sehe nichts. Nachher lacht man natürlich darüber. Und jetzt gucke ich mal, was ich alles bekommen habe. Okay, ja, erstmal einen weiteren Sperrpunkt. Was gab es denn hier noch? Zu Ende Combo. While stepping back. Can press the desired direction before using spare to before jump. Ah. Das finde ich alles nicht so richtig nützlich. Das ist gar nicht so schlecht. Ups. Was haben wir denn noch hier? Final Blow Damage. Ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Das mache ich mal. Also, wenn ich unter 30% Energie habe, ist mein Schaden mit dem Speer größer. Finde ich gut. Okay, jetzt muss ich mich mal eben orientieren. Habe ich hier schon geguckt? Nein. Ah, sehr gut. Immer überall gucken. Ganz viel Leichen. Naja, die sind alle auch bei den Typen gestorben, so wie ich. Logisch. Genau, jetzt bin ich wieder hier. Level 5. Ah, der ist von den Entwicklern dahingesetzt. Den mache ich mal tot. Hör auf zu blocken. Jetzt habe ich auch wieder vergessen zu gucken, was ich alles eingesammelt habe. So, jetzt gucke ich aber mal richtig. Okay. Ein Uchigatana, geil. Ein neuer Speer, der schlechter ist. Das ist besser, ist vier besser. Nehme ich mal. Nee, der Speer ist wirklich schlechter. Melee Weapon. Schlechter. Ah, ich hatte gar keinen Helm.
Das ist cool. Ninja. Ja. Sieht das affig aus. Naja, das ist. Item Drop Rate versus Yokai ist besser. 2%. Gut, warum nicht? Ninjutsu Power plus 6. Gut, das bringt mir jetzt alles nichts. Ah, das sind quasi die Ringe, die Charms. Lecker. Das ist auch cool. Dann bekommt man nämlich. Nein, ich will das nicht ausrüsten. Wenn man die benutzt, bekommt man nämlich Skill Points. Und zwar bekomme ich einen Sword Skill. Sword Skill. Sword Skill Point. Zack. Jetzt kann ich wieder hier gucken. So. Zack. Zack. Ah ja, das ist ganz cool. Aber ich bleibe noch bei dem Speer, bis ich die Axt finde. Soll ich hier noch so einen machen? Eigentlich sollte ich zurückgehen. Weil ich habe jetzt, weiß nicht, ich kann bestimmt zwei Level aufsteigen. Aber ich will auch nicht alles nochmal machen. Also ich möchte schon die Abkürzung eigentlich öffnen. Ich könnte mir aber nochmal Hilfe holen. Jo. Ach, Level 2. Na komm. Ich habe halt auch nichts mehr zu heilen. Ist auch nicht gut. Naja, ich guck mal weiter. Ich hoffe, dass ich hier gleich die Abkürzung öffnen kann. Oh, da war noch was. Wie habe ich denn das übersehen? Hachoko, cool. Ach nee, ich kann nur von da rein, okay. Der zeigt mir hier gar nichts an. Gut, ich könnte ihn wahrscheinlich nicht beschwören, weil ich schon eine habe. Aber mich würde interessieren, hier bekommt man ja die Cups. Ob das hier vielleicht ein NPC ist, der von den Entwicklern dahingesetzt wurde. Ach, da ist wieder so ein Spaten. Ich möchte aber den Sitzenden da platt machen. Und ich habe doch neue Bomben bekommen. Ey. Alter, ist der schlecht. Der NPC, den meine ich. Mann, ich störe mich jetzt hier auch nicht gerade super an. Sie haben mich bemerkt. Greif ihn doch an! Worauf wartet denn der NPC? Bis ich Gulasch bin? So. Wie, der lebt noch? Fressen Besen. Jetzt kann man hier rauf. Du Schlingel. Ah ja, es war ja klar. Ey. Scheiße, nichts zu heilen. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, ich hab keinen Bock, jetzt nochmal drauf zu gehen. Wo ist denn die blöde Abkürzung? Da einfach runter. Einfach. Einfach hier runter, oder? Ja!
Okay, cool. Meine Güte. Kann ich auch leveln gehen? Make offering when you receive Kodama Blessing. Ja, genau. Hä, wo denn? Ach so, macht man das hier jetzt? Da ich nämlich einen Kumpel von denen eingesammelt habe. Elixier Drop Rate by 1%. Ja, aber das läppert sich, ne? Man kann hier noch weitere Kodama einsammeln. Und das läppert sich dann. Ihr seht da unten rechts 1 von 8. Das heißt, ich muss noch 7 in diesem Areal einsammeln. Und dann gibt es hier bessere Boni. Level up. Okay. Jetzt mache ich mal Dexterity. 2. Krieg 1. Moment mal. Ninjutsu Capacity, okay. Aber wo ist denn nochmal der Backstab versteckt? Okay, das ist jetzt ein bisschen anders. Den Speerpunkt, den habe ich bekommen, wenn ich den Speer benutzt habe. Samurai Skill Points bekomme ich, wenn ich Stamina und Strength level. Und wenn ich hier Dexterity mache, gut, bekomme ich ein bisschen mehr Ninjutsu Power und halt Capacity. Also ich kann bessere Ninjutsu Skills benutzen. Das mache ich auch mal. Aber ja. Ich mach das einfach mal. Und dann guck ich mal, was gibt's denn bei Ninja zum Beispiel? Ninja Skill Point, ja, wie bekomme ich die denn? Allows already Shuriken, genau, kann man Shuriken werfen. Bomben, Smoke Balls. Aha, Running. Da, das ist es. Ich brauche einen Ninja Skill Point. Aber wie bekomme ich den denn? Muss ich Ninja-Waffen benutzen? Aber pff, ich habe ja keine Ninja-Waffe. Ha. Habe ich noch einen Speerpunkt? Was haben wir hier noch? Increases Final. Grapple Damage. Das war das, ne? Ja, das mache ich mal. Das war auch nicht schlecht. Bla 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 bla. Tutorial. Gibt es den hier nicht irgendwie? Ne, Items, Kodama, Shooting. Aber nichts von wegen, wie man die Skillpunkte bekommt. Da ich jetzt aber. Warum habe ich denn keine Elixiere bekommen gerade? Ihr seht, ich bin sehr verwirrt gerade. Da oben. So. So, ich gehe nochmal hier rein, da ich ja gerade Ninjutsu und Magie geskillt habe. Tja. Aber hier ist nichts von wegen Ninjutsu oder Magie bereit machen, also sich quasi damit ausrüsten. Okay, es ist alles noch ein wenig
vage. Anders als im ersten Teil. Finde ich auch in Ordnung. Aber natürlich. Alter, warum habe ich den denn nicht getroffen? Das war wieder so unnötig. Cool. Wo kamen die denn jetzt hier auf einmal? Doppeläxte. Aha. Nee, das war der Bogen. Bam, bam, bam. Cool. Scheint quasi der Sichelersatz zu sein. Es gab so eine geile Sichelwaffe im ersten. Das sieht ein bisschen aus wie der Ersatz dafür. Aber ich bleib beim Speer. Kommt der direkt, ich fress einen Besen. Und ich treffe ihn nicht. Ja, block ruhig. Denn wenn du blockst... Da ist ein Kodama. Seht ihr den? Da? Rechts? Ich muss erstmal diesen Typen hier platt machen. Oh, ob das mein Mamaske, ob der das schafft? Ah, ich gehe davon aus. Naja, er hätte es schaffen können. Aber natürlich, blöde wie er ist. Trifft er mich von da? Immer schön auf den Kopf, jawohl. Da bist du, kleiner Freund. Ab mit dir. So, die lasse ich in Ruhe. Okay, weiter geht's. Das entweder ein Boss oder ein Zwischenboss. Seht ihr diesen Nebel? Die Joker-Aura. Da kommen meistens Gegner raus, die nur einmal kommen. Man sieht es auch hier auf der Karte, dieser Fleck da. Und meistens irgendeinen Weg versperren. Was ich jetzt aber machen werde erstmal, ich möchte mein Guardian Spirit, meine Yokai Power, möchte ich Maximum haben, damit ich mich verwandeln kann. Och, kommt der direkt an und ich bin tot. Es gibt's ja nicht, Fressenwesen. Ich wollte gerade ausweichen. Alter, der erscheint, zack, bin ich tot. Geile Nummer. Dafür gibt es auch keine Ausrede. Das war einfach scheiße von mir. Ich habe einfach wie ein Krüppel reagiert. Alter Falter. Ja, so viel zum Thema. Ich möchte meinen Guardian Spirit aufladen, bevor ich... Ja, komm her. Komm her. Komm her. Scheiße. Zack. Alter, das gibt's doch nicht. Ich hab doch geblockt. Ich möchte endlich meinen Hammer haben. Hammer fand ich mit Abstand die geilste Waffe. So, jetzt ist er aufgeladen. Ihr seht es da oben. Das
scheint da so. Aber jetzt habe ich natürlich meinen coolen Mitstreiter verloren. Das heißt, ich kill mal einen von den Spacken hier. Spacken. Nicht, dass sich jetzt jemand beleidigt fühlt. Das ist wieder derselbe Fehler. Erstaunlich viel spielen mit den Äxten. Ich meine, okay, die sind schnell, aber man muss halt auch an den Gegner ran. Sieht aus, als hätte er den Speer. Ja. Er hat sich geheilt, diese dumme Sau. Nix da. Ich kriege aber keine Gefäße von denen. Level 4. Ich habe 4. Level 4. Ich will nicht zu weit rein. Ich will nicht, dass der getriggert wird. Level 5. Den hole ich mal. Nehme einen Schluck aus der Pulle. Shadow Brawler. Watch out, don't get that beast. Let that beast get anywhere near you. Okay. Huh, was ist das? Ich werf erstmal ein paar Bomben drauf. Und ich bekomme Ninjutsu-Skills, weil ich Bomben benutzt habe wahrscheinlich. Oh wow, okay. Oho. Ich rede jetzt nicht, ich muss mich konzentrieren. Ja, kein Problem, weil er sich auf den anderen konzentriert hat. was ist denn das hier? Ipondatara Soul Core? Item added to Amrita Memories. Soul Cores. Items that holds remnants of the Yokai's power, they're occasionally obtained by. So schnell kann ich nicht lesen. Can be used by attuning them with your guardian spirit. Aha. Okay, jetzt habe ich aber hier Ninja-Skill bekommen, weil ich viermal Bomben geworfen habe. Jetzt kann ich auch die Sneak Attack endlich machen. Jawohl, jetzt kann ich nämlich ganz wie bei Dark Souls die Gegner von hinten abstechen. Nee, Moment, ich habe ja noch mehr bekommen. Ich habe noch hier für den Speer was bekommen. Follows up a combo with a blow using the butt of the spear. Press again to. Zeig mal. Oh, geil! Mach das Ding, ja. Okay. Na, ich habe doch noch mehr bekommen. Ja. Ah, hier ist dieses Odachi, was der eine Typ da hatte. Ihr erinnert euch? Cool. Imbu Corruption. Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist mein Odachi. Das habe ich gerne benutzt.
Da habe ich ein Combo freigeschaltet, einen richtig geilen. Super. Okay, weiter geht's. Schöne Kiste. Neuen Bogen, Summoner's Candle, Fallen Hatchet, Locks. Hatchet Locks. Ah, damit bekomme ich dann quasi Axt Skill Points, ja? Axt Skill Points. Genau. Aber die benutze ich ja gar nicht. Deswegen kann ich die auch sammeln. Habe ich hier noch irgendwas bekommen? Naja, einen neuen Bogen. Aber alles nicht gut. Oh, da geht's hinunter. Ah, da fand ich das da oben aber doch ein bisschen schöner. Hier in so eine Höhle. Was läuft da denn rum? Sieht aus wie ein Kodama. Aber nicht grün. Ist das ein Anti-Kodama? Greed. It seems it wants something. Wie kann man denn noch mal? Wie ging das denn noch mal? Die Dingens machen, ja genau. Reagiert darauf. Aber es passiert sonst nichts. Naja, eigentlich muss man. So funktionierten nämlich die Mimics, wenn man so will, im ersten Teil. Da kamen aus Kisten so Waschbärdämonen, also Tanukis. Und die machten eine Geste, die haben sich in dich verwandelt, haben eine Geste gemacht und man musste die nachmachen. Dann sind die verschwunden. Ansonsten musste man gegen die kämpfen. Was passiert, wenn ich das mache? Sie wippt immer hin und her, aber. Nein, das will er auch nicht. Tja, du. Ich weiß es nicht. Ich lese das mal nach. Ich möchte jetzt auch keine Zeit verschwenden. Was ist das für einer? Ich gucke erst mal, wie lang geht denn das Video schon? Also ich werde auf jeden Fall weiterspielen, aber. Wie lange musstet ihr euch denn jetzt quälen? Eine Stunde! Okay, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Nioh 2. Ich werde wahrscheinlich viel Material auf meinen Zweitkanal hochladen. Ich werde es dann auf Twitter verlinken. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, vom Spiel. Von dem Video, was weiß ich, habt ihr den ersten Teil gespielt? Freut ihr euch auf den zweiten? Wenn ihr nicht den ersten Teil gespielt habt, tut es. Er dürfte mittlerweile relativ günstig sein. Bombenspiel. Alles klar, Freunde, das war die Alpha von Nioh 2. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein wenig Spaß gemacht. Und dann lesen, schreiben und hören wir uns das nächste Mal. Bis dann! Wenn euch das Video gefallen hat, oder wenn ihr sonst irgendetwas sagen möchtet, lasst mir einen Kommentar da. Gebt mir einen Daumen nach oben und schaut euch mal ruhig auf meinem Kanal um. Ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht.